Ja. Liebe Zuschauer, wir wollen natürlich nicht nur mit dem Hans-Jürgen und der Gudrun sprechen. Nein, wir haben auch noch eine Anwenderin, die wir befragen können, die das Gerät eine gewisse Zeit nutzt. Und jetzt wollen wir einfach mal hören, was die Christine Figura uns zu sagen hat, wie sie Erfahrungen mit dem Geno 62 gemacht hat. Liebe Zuschauer, dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet mit der Christine Figura. Wir wollen wissen, was sie denn so erlebt hat. Hallo, herzlich willkommen, Christine, du hörst mich? Ja, ich höre Sie. Sehr schön. Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, uns da ein bisschen Antworten zu geben. Meine erste Frage an dich, Christine, ist, wie hast du denn von dem Geno 62 überhaupt erfahren? Also ich habe die Frau Rummel irgendwie auf dem Kongress kennengelernt, nur halt wusste ich nicht, dass sie mit Geno was zu tun hat. Und irgendwann mal durch Facebook habe ich die Info bekommen und dann habe ich gesucht und wie der Zufall so möchte, bin ich auf die Frau Rummel gekommen. Dann habe ich mit ihr telefoniert, bin ich dann sofort auch nach Magdeburg gefahren, zu diesem Zentrum, hatte ich meinen kleinen Hund mitgenommen und ja, und wir kamen ins Gespräch. Ich habe dann Geno 62 getestet. Was für mich so bewundernswert war, dass mein Hund, der war ja sehr alt, Hunde sind ja halt sehr aufgeregt und die haben auch so eine Kabine und da war die kurz in der Kabine und auf einmal war der Hund wie umgewechselt, total entspannt, lag die da, kein Stress. Ich habe auch sofort das Geno mitgenommen, also gekauft, weil das war für mich ein Wunder. So, und dann habe ich damit angefangen, selber das zu benutzen. Also, und ich muss sagen... Moment, nicht zu schnell. Eins nach dem anderen. Okay. Das heißt, du bist gar nicht wegen dir hingegangen, sondern wegen deinem Hund? Nee. Also ich hatte die Interesse, weil zu der Zeit ging es mir nicht so gut. Nach der Trauer war ich so ein bisschen... ja, so ein bisschen im Keller halt, ne? Und ich hatte sehr viel Energiemangel gehabt, ja, und sehe da, damit habe ich angefangen, ständig das zu machen. Und wie gesagt, sehe da, meine Energie war viel besser. Was heißt deine Energie? Hast du dich kraftlos gefühlt? Warst du depressiv? Genau, matte, wie halt nach einer Trauerphase, ne, und du hast also damit, einen Menschen verloren, der dir nahe stand. Genau. Und dadurch warst du natürlich energetisch, sag ich mal, am Boden. Genau. Und du hast eine Möglichkeit gesucht, wieder in deine Mitte, in deine Kraft zu kommen, in deine Liebe zu kommen. Genau. Jetzt habe ich das verstanden, ja. Genau, und ja, und das habe ich ja auch regelmäßig benutzt und ich habe gemerkt, dass ich mein Wohlbefinden wieder da ist, mein Kopf viel klarer geworden ist, Lebensfreude hatte ich empfunden und allgemein Befinden war super. Dann erkrankte plötzlich mein Hund und habe ich gedacht, das, was für Menschen gut ist, habe ich auch Geno für meinen Hund. Also ich habe den Hund auf den Arm genommen, die zwei Pads halt am Körper des Hundes und ich bin mit ihr rumgelaufen und die habe ich quasi behandelt. Mhm. Und sehe da, dem Hund ging es viel, viel besser. Der ist 19 Jahre alt geworden. Ne? Wow. Also ja, und dann habe ich mit meiner Mutter angefangen. Meine Mutter ist 77. Nach dem Verlust seines Mannes war sie natürlich auch am Boden und sehe da, man spürt das, also sie, ich kann das auch spüren, wenn ich sie anfasse, aber sie selber merkt, deshalb kommt sie so oft zu mir, da die Energie ist einfach da. Also das heißt, sie hat nicht nur du benutzt das und hast auch deinen Hund damit therapiert, sag ich mal, sondern auch die Mutter, die schon, wie gesagt, im gehobenen Alter ist, die benutzt das Gerät auch. Und danach, sagst du, geht's ihr wesentlich besser?
wesentlich besser. Sie fühlt sich energetisch aufgeladen. Also sie hat keinen Kopfdruck, sie ist klarer. Sie ist viel klarer im Kopf. Dann hatte ich eine Freundin und da habe ich erfahren, dass sie Leberzirrhose hat. Und ich habe ihr einfach vorgeschlagen, sie soll das testen. Mhm. Und das war 2015. Die Dame lebt immer noch. Die Leberwerte haben sich so verbessert, ja. Und als sie beim Arzt gewesen ist, sagte, oh, die Medikamente haben eingeschlagen, aber sie nimmt keine Medikamente. Das ja? wollen wir natürlich jetzt da nicht den Leuten ja. als Anleitung geben. Wir müssen ja, natürlich aber, immer aufschauen, dass... Das ist die Wahrheit. Verstehe und, ich, Gabriel, wir müssen da ein bisschen einhaken, Christine. Warum? So. Wir dürfen nicht ärztliche Medikationen okay. in Zweifel ja. ziehen. Das ist uns nicht ja. erlaubt und das finde ich auch ja. nicht richtig. Entscheidend ist, dass durch die Anwendung des Gerätes auch deiner Kollegin es wesentlich besser ging. Und wie genau. gesagt, auch für die Zuschauer, alle Medikationen, wenn man die reduziert, immer mit dem Arzt besprechen. Denn es ist einfach ein Risiko dahinter und wir wollen ja nicht, dass jemandem was passiert. Letzte Frage, die ich an dich habe, Christine, ist, wenn du dieses Gerät heute in der Benutzung hast und andere fragen dich, würdest du das den Zuschauern weiterempfehlen können? Sofort. Also ohne zu zucken würde ich das sagen. Also es kommen sehr viele Menschen zu mir, die nutzen das. Auch junge Mädchen, also Ex-Freund von meinem Sohn, macht das auch, weil sie merkt sofort, sie ist wieder in der Mitte. Also wie du aufgestellt bist, wie es dir gut geht und dann nutzen genau. sie das auch und haben das gleiche Ergebnis. Genau, das gleiche Ergebnis. Also wunderbar. Also fantastisch. Christine, ich danke dir. Empfehlen. Die Zeit ist leider abgelaufen. Okay. Ich muss da immer aufpassen, dass du mit uns gesprochen hast und deine ja. Erfahrungen und die Erfahrungen im Umfeld weitergegeben. Damit können unsere Zuschauer was anfangen. Genau. Ganz herzlichen Dank und dir alles, alles Gute. Jo, vielen Dank. Gerne geschehen. Tschüss.